So, YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Die Nacht ist vorbei. Ich habe auf dem Dach, wir gucken nochmal, ein bisschen was abgebaut. Ansonsten haben wir alles, ja, angebaut. Und ich hatte so eine Idee, dass wir mal nach Norden gehen und gucken, was wir da so finden. Wir hatten in der Nacht einen Kreischer, der sich aber zum Glück relativ schnell an unserer Verteidigungslinie selbst zerstört hat. Und obwohl unsere Spielstage auf 27 jetzt noch nicht so hoch ist, wundere ich mich, dass wir schon den zweiten hatten. Vielleicht, weil ich hier mehr kaputt haue. In meinem anderen Spielstand habe ich nicht so viel Zeug drumherum abgebaut. Wahrscheinlich hängt das damit auch noch irgendwas zusammen. Gibt ja irgendwie so ein Heat-System oder so, wo man Krach macht. Und dann das ganze Zeit das Lagerfeuer ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Na gut. Oh, und auf jeden Fall, ja, Pfeile. Wir haben nicht ganz so viel Pfeile. Aber ich würde sagen, das meiste kommt jetzt passives Einkommen sowieso dazu. Aber immer mal wieder was mit abbauen, nicht? Und dann wieder einen Schritt laufen. Und ja, wir wollen, genau, da ab diese Lücke laufen, weil ich glaube, da können wir noch ein paar Sachen sammeln, die wir bisher noch nicht hatten. Und ich habe noch keine Baumfarm aufgebaut. Das ist schlecht. Oh, ein Hühnchen. Ich habe auch das Jagdmesser dabei. Das heißt, wir können es auseinandernehmen, nicht wahr? Und zwar diesmal ordentlich. Oh, es hinterlässt Nester. Wo ist es denn? Ja, am allerwichtigsten wäre eigentlich eine Wrench. Dass wir die finden, um so Special-Sachen auseinanderzunehmen. Noch eins. Ja, zwei Hasen. Was erlaube Strunz? Weg mit dem. Ja, hier ist auf jeden Fall eine gute Nester-Situation noch. Und ich glaube, es müsste auch bald wieder das Flugzeug kommen. Und uns zweimal durchgeschossen. Dreimal. Okay, was ist denn da los? Weg. Sage mal. Ab ins Gesicht. Streamst du nur auf YouTube? So sieht's aus. Derzeit experimentell, weil man auf YouTube den Chat nur anhaben darf, wenn, oder nutzen sollte, solange es nicht rauskommt, nicht? Wo kein Richter, da kein Henker. Kann man nur den YouTube-Chat nutzen, wenn man nicht auf Twitch live ist. Es gibt natürlich keine offizielle Überwachungsinstanz, aber in den offiziellen Regeln ist das vermerkt und könnte zu einem Bann auf Twitch führen. Aber da ich mal Lust hatte, den YouTube-Chat auszuprobieren, habe ich gesagt, streame ich mal eine Woche erstmal nicht auf Twitch und gucke, wie es sich entwickelt. Sonst habe ich auch auf Twitch gestreamt, aber ich muss auch sagen, Twitch ist jetzt nicht die Plattform, wo man sagt, wow, da hat man Wachstum, das macht Spaß. Von daher ist es jetzt auch nicht so tragisch. Gucken wir mal, wo es hinführt. Vielleicht nehme ich nächste Woche auch wieder Twitch mit dazu. Gerade bei, wo es blöd war, ist bei IRL-Streams, weil die ganze Software, die für IRL ist, nur auf Twitch ausgelegt ist, habe ich gemerkt. Da werde ich wahrscheinlich dafür rumgehen müssen. Aber auch mal über den Tellerrand gucken, dachte ich mir, und das hier ein bisschen, ja, ausprobieren, nicht wahr? Deswegen aktuell hier zu finden, aber folgt gern auch auf Twitch.
wenn es da wieder weitergeht, nicht wahr? Die Nachrichten sind sehr verzögert. Ja, das ist der Nachteil an YouTube. Das ist verzögerter. Gerade bei der Radtour ist es dann noch stärker, wenn man unterwegs ist, IRL. Aber das nennt sich Technik heutzutage. Der Vorteil ist, glaube ich, dass YouTube keinen Unterschied macht, wer streamt. Bei Twitch ist es so, dass Partner halt bevorzugt werden. Sag mal, also, kannst du mir erzählen, was du willst? In dem Spielstand gehen die Pfeile öfter durch als in dem anderen Spielstand. Aber definitiv. Weil ich bin ja die gleiche Person und kann ja nicht sein, dass ich einmal immer daneben schieße, 4, 5 Pfeile und beim anderen schieße ich sonst wohin und treffe. Das ist sehr merkwürdig, auffällig. So, 72 Pfeile, sehr, sehr gut. Den haben wir mitgenommen. Oh. Oh. Und das wirklich eine dritte Stadt. Unsere Hoffnungen, Wünsche und Sorgen. Natürlich dreht er ab in dem Moment, wo ich loslasse. Jetzt rechts unterm Arm. Dafür ein Volltreffer. Immerhin. Mann, Mann, Mann. Und da ist auch noch eine Stadt. Kann das sein? Oder das ist unsere Stadt, die hier... Ne, hier ist auch noch eine Stadt. Hier ist eine und hier. Aber, beziehungsweise es sind alles Dörfer, nicht wahr? So eine richtige, richtige Stadt habe ich noch nicht in der neuen Version gefunden. Das letzte Mal habe ich schon erzählt, ich habe ja die Alpha 16 intensiv gespielt, danach eigentlich nicht mehr. Deswegen, ich habe da nur mal reingeguckt und da wusste ich, dass es durchaus größere Städte gibt, die also auch Hochhäuser haben, aber das hier sind ja alles eher so, weiß ich nicht, Dörfer. Ich habe immer so ein bisschen Respekt, ob die Hunde haben, weil ich habe keine Waffe gegen Hunde. Wenn hier ein Hund irgendwo spawnt. Na, sag mal. Ich finde immer, das Blut bräuchte es gar nicht. Sag mal, wo ist er denn? Er ist so eine halbe Portion, nicht? Komm ruhig her, du. Haben wir es doch. Shotgun-Messias. 2 Minuten, das liegt dann aber an deinem Ende. Also 10 Sekunden Verzögerung ist auf meiner Seite gegeben. Alles andere ist dann deine Verbindung zu YouTube. Also die Nachricht, bis sie im Chat auftauchte und dann angezeigt wurde, waren ja 10 Sekunden Unterschied. Kann auch sein, dass YouTube irgendwelche Prüfungen bei Nachrichten hat und deswegen Nachrichten länger brauchen. Sowas kann durchaus vorkommen. Dazu nur einfach YouTube mal anschreiben, wenn man das Gefühl hat, das dauert zu lange. Aber da kann ich nichts ändern. Was ich ändern kann, ist die Anzahl der Zombies.
zu reduzieren. So. Oh, zweimal sogar. Oh, das war sogar ein Toolbuch. Sehr gut. Sammlerwerkzeuge Qualität 4. Oh, das war richtig wichtiger. Ein richtig wichtiges Ding. Dann können wir nämlich die Steinaxt. Arbeitsstation, Schmiede freigeschaltet. Auch sehr, sehr wichtig. Zerlegen. Nicht am Anfang waren Küchen so wichtig und jetzt eigentlich gar nicht mehr. Sobald man einmal so ein gewisses Level... Na, sag mal... Okay, sie bleibt liegen. Erreicht hat, sind Küchen gar nicht mehr so wichtig. Trotzdem schön, immer mal was zu finden. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Messbecher. Ja, einen Kochtopf, natürlich. Erst gar keinen finden und jetzt ständig welche. Ach, schade. Medizinschrank. Na, ein paar Pillen, immerhin. Da steht auf jeden Fall einer. Ey. Ey. Na, sag mal. So. Oh. Okay. Dieses war der erste Streich. Oh, jetzt sind wir echt überladen. Wir haben so viel Zeug gefunden. Das ist gut. Was können wir noch nach unten packen? Steinwerkzeuge, Qualität 5. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Fertigen. Jawohl. Das ist schon mal geil. Für das andere brauchen wir legendäre Teile. Das könnte also ein bisschen dauern. So, Bogen ist wieder da. Zack, weg. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Okay, das sieht gut aus. Wow. Hoffentlich ist da auch was drin mal. Das Problem ist, wir sind schon recht voll, nicht? Oh, Mann. Oh, no. Okay, was können wir machen? Wir können das hier zerlegen. Den Kochtopf können wir auch zerlegen. Können wir das schon mal mitnehmen? Und, wow, da war ja richtig was drin, nicht? So. Ja, lohnt sich gar nicht, nicht? Das heißt, wir müssen den Kilometer jetzt erstmal wieder zurücklatschen. Weil bevor ich jetzt noch mehr mache, Bogen 6, legendäre Teile, genau. Jetzt hilft dir alles nichts. Oh, wartet. Da ist doch sicher irgendwas schlafend auf dem Boden. Wir trinken mal Kaffee. Und wir essen was. Es ist egal. Wir sind eh voll gepowert.
Ah, nicht, dass er ein Wildschwein oder sowas ist, was wir hier spawnen lassen. Wildschwein auch übel. Ah, sehr gut. Plastikteile auf jeden Fall wichtig für die Wassergewinnung. Dann können wir nämlich einen zweiten Sammler aufstellen. Ich habe gemerkt, das reicht dann eigentlich auch. Kann ich noch irgendwas zerlegen? Das können wir lesen. Dann können wir die Jetons mitnehmen. Ja, das Fleisch, das Maismehl, Goldenrod, Vollstrecker-Outfit, ja, alles so semi-wichtig, nicht? Ich glaube, den kann ich eh selber herstellen. Oh, dann nehmen wir Lehm mit. Das geht so super schnell. Ich finde... Was richtig cool wäre, wenn es so Rucksäcke gäbe. Vielleicht erinnert der ein oder andere sich an Baldur's Gate 2. Da konnte man in seinem Rucksack zum Beispiel eine unendliche Tasche für Diamanten oder sowas haben. War natürlich ein sehr seltenes Item und schwer zu finden. Aber man hat durchaus zwei, drei von solchen Taschen gefunden. Unendliche Tasche der Bücher, unendliche Tasche der Pfeile oder sowas. Und da kommt man dann richtig viel Zeug reinballern, was so einfach anfällt beim Rumlaufen, sodass man nicht ständig nach einem... Oh, ich habe zwei Diamanten gefunden, ich muss erst zum Händler. Das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Na, 650 Meter. Allerdings haben wir ein bisschen Stein und Co. schon mal wieder mit an Bord. Aber wir brauchen so 3000 Holz. Eisen brauchen wir. Und Steine auch so 600. Wenn wir das alles wieder hinkriegen, umso besser. Ah, hey, wir haben noch 9 Tage dafür Zeit. Beziehungsweise 8,5. Das sollte klappen. Vielleicht baue ich mal die Baumfarm in der Nähe an. Dass wir genug Bäume in der Nähe wachsen haben, auf die wir zurückgreifen könnten. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Und hier kommt Honig raus hauptsächlich. Okay, gucken wir mal. Aus dem nicht. Na? Oh, wir können keine Feder mitnehmen. Pff, hier Hopfensamen. Federn wichtiger als Hopfensamen. Zumindest in der virtuellen Welt. In der echten Welt würde ich eher sagen, Also ich sehe wenig Vogelnester, auch in der Richtung, wo wir noch nicht waren. Und da ist aber eine Feder drin. Oh, ein Hühnchen, das wäre noch gut. Ein Huhn, was ich opfern will, keine Spuren in der Nähe. Am besten suchen wir so einen Hühnerstall in einer der Städte. Das ist mir aufgefallen, da gab es in der einen Stadt einen Hühnerstall, da waren 3 Hühner oder so. Das hat richtig gut Federn gebracht. Was haben sie da zu meckern? Ja, will ich nämlich wohl meinen. Danke für meine Pfeile.
No. Am besten wäre eine Kettensäge oder so auch. Oh, wir können nichts von dem mitnehmen. Das ist blöd. Aber ich glaube, ich kann auch nichts weiter nicht brauchen. Naja, wir werden irgendwann hier nochmal dran vorbeilaufen. Ah, so ein Kram habe ich dabei. Aber ich habe gesehen, die Sandwiches sind durchaus wichtig. Und das Zeug auch. Ja, dann haben wir mehr Federn dabei. Haben mehr Pfeile dadurch wieder. Hey. Sehr gut. Ja, mit dem neuen Fünferbogen geht es ein bisschen besser zumindest. Und wenn wir vor 12 sind, dann können wir nochmal in die andere Stadt rüber. Haben wir da alles schon aufgedeckt? Eigentlich ja. Das können Trader sein oder so. Also da gibt es auch noch viel zu entdecken. Wir bräuchten eigentlich langsam... Die ist echt dichter, kann das sein? Also die ist am weitesten weg. Das lohnt sich auch nicht. Obwohl wir da noch Kisten haben. Mit Material drin. Ah, die können wir abholen, wenn wir einen Fahrbahnuntersatz haben. Das Problem ist, da brauchen wir eine Werkbank für. Die funktioniert. Und dafür brauchen wir Wissen oder Punkte. Beides aktuell nicht auf unserem Speiseplan. Hey, aber wir sind nicht gestorben. Wie oft sind wir hier eigentlich gestorben? Ein. Das war in diesem einen Gebäude, nicht? War das in diesem Spielstand. Ja, ja, diese komische Villa mit dem Pool. Da sind wir im Pool verreckt, ja. Ja, da ging mir die Pumpe. Da konnte ich gar nicht gut nachschlafen nach dieser... Also das war schlimmer als die Horde-Nacht. Naja, jetzt komm schon. Du hast nicht genug Ausdauer. Trink was. Dreifacher Schaden, immer gut. Will nicht mehr mit mir spielen, na gut. Das hier muss auch noch weg. Zank, 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 zank. Und die beiden. Das reicht denn erstmal für diese Nacht. Und diese komischen Sandsäcke stören eigentlich. Aber ich glaube, die haben... Oh, die haben gar nicht so viel. Aber ja, ja, okay. Aber die brauchen trotzdem sehr viel Zeit. Da braucht man eine Schaufel oder irgendwas oder einen Schaufelmod. So, Dach ist auseinandergenommen und ich habe hier die Kisten nochmal umsortiert. Dass wir da ein bisschen... Äh...
die Sachen ein bisschen einfacher haben. Alles fertig geworden. Ach, war nur noch ein Eintopf. Okay. Holz. Also ich habe das ganze Holz hier drin, nicht? Jetzt. 2000. Haben wir noch was zu essen? Ja, ich habe es gesehen. Wir haben noch so ein paar Bohnen oder sowas dabei. Wasser. Water running down your face. Water. Ganz schlimmes Lied, nicht? Und trotzdem, es bleibt so im Kopf hängen. Wer es kennt, kennt's. Wer es nicht kennt, wer kein Ohrwurm will, hört es sich nicht an. Wir können noch Pfeile machen. 27, immerhin. Bücherregal sind noch nicht respawned. Munition haben wir einiges gefunden. Sehr gut, da haben wir einen ganzen Stack voll jetzt mit. Kleidung können wir hier auch reinlegen. Das Ding auch. Baumaterial und das Zeug. Okay, die stacken nicht. Können hier auch rein. Das noch leer. Zack, zack. Und ja, wir nehmen zweimal Wasser mit, nicht? Zweimal Wasser, zweimal Dings. Und gehen wieder los. Es ist noch junge 13 Uhr. Da sollten wir doch irgendwas hinkriegen. Wir gehen nach... Da waren wir auch noch gar nicht in der Richtung. Ja, dann machen wir so einen Bogen hier drüber vielleicht. Machen wir heute eine Erkundungsrunde. Und WB. Willkommen zurück im Chat, Kevin. Ja, das ist eine gute Ecke. So dicht und noch nicht erkundet. Da gibt es sicher ein paar Vogelnester. Ah, guck mal. Und dann ist nur Verdorbenes drin. Autos. Die können gleich liegen bleiben. Gar nicht erst wieder aufstehen. Keine Tiere, schade. Das ist immer so, am Anfang denkt man sich, oh, was soll ich mit dem Scheiß? Und am Ende des Tages, wenn man irgendwas Neues gelernt hat, denkt man sich, shit, jetzt habe ich zum Beispiel Schwarzpulver nie mitgenommen. Jetzt brauche ich es aber. Aber so ist es immer, nicht wahr? Erst nimmt man nur Essen mit, dann nimmt man nur Baumaterial mit und am Ende nimmt man nur Hühnchen mit. Jawohl, das ist doch mal ein Volltreffer gewesen, aus dem Nix heraus. Ich würde sagen, ein krönender Abschluss für eine krönende Folge. Ein leckeres Hühnchen. Und ich würde sagen, da ist noch eins, da ist ein Hase, nicht? Ja, Hase interessiert mich nicht, da ist noch ein See. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich wieder. Und dann gehen wir nochmal schnell in die Stadt, vielleicht das ein oder andere Haus erkunden. Und vielleicht sterben wir dabei. Nicht wahr? Man weiß es ja nie, was da alles auf uns zukommt. Ein Auto im Wasser. Interessant. Bis gleich.